nicht. Und es ist schon wieder kalt draußen und wie ihr schon aus meinen Abendroutinen wisst, liebe ich wollte es über alles. Da mein alter Onesie mir auch leider viel zu klein geworden ist, brauchte ich unbedingt einen neuen, denn ohne Onesie überlebe ich nicht. Und ja, dann habe ich mal so geguckt und habe alle Onesies rausgesucht, die ich so im Umkreis finden konnte und stellt ihr euch heute mal vor. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welcher euch am besten gefällt. Aber jetzt geht's erstmal los. Der ist voll kuschelig und der hat hier noch in dem kuscheligen Fell so ein cooles Glitzer drin. Hier oben am Reißverschluss ist ja auch noch so ein Glitzerherzchen und ich liebe Glitzer. Und jetzt kommt das Beste, die Kapuze. Warte. Die hat ja nämlich so zwei Gucklöcher, da passen super die Augen durch und man kann damit richtig coole Bilder machen. Und ja, dann gibt es auch noch was Cooles, aber ich kann an den Schwanz hier abziehen, wenn der irgendwie nervt oder irgend noch eine Hose oder so drüber ziehen wollt, könnt ihr den einfach abmachen. Der ist voll weich und hier vorne, da ist sogar Glitzer drin und ich liebe Glitzer. So wie Onesies. Und hier oben ist auch noch so ein Glitzerherzchen. Schaut mal, der ist am Reißverschluss dran. Und sie ist bei H&M. So, das hier ist jetzt der nächste Onesie. Der ist, glaube ich, auch von H&M. Der hat hier so ein Leopardenmuster drauf. Und hier vorne hat er so eine super süße Schleife dran am Reißverschluss. Als Zipper. Und jetzt kommt auch noch die Kapuze. Da sind so super süße Öhrchen dran und hier ein tolles Gesicht aufgemalt oder aufgestickt. Und der ist ganz weich und kuschelig. Und er hat hier so Bündchen. Und der hat wieder so einen abmachbaren Schwanz. Sowas finde ich aber richtig cool, wenn man sich hinsetzen möchte und der einen stört, kann man ihn einfach mal abmachen. Ich mache ihn jetzt mal dran. So, das ist mit Klettverschluss übrigens, falls euch interessiert. Und ja, ich hoffe, ihr könnt den gut erkennen, weil das Wandtuch hier sieht ein bisschen komisch aus zu den Onesies. So, jetzt zeige ich euch mal einen Onesie, der ist aus so dünnerem Stoff. So wie ein Schlafanzug. Nicht so weich und kuschelig jetzt, aber der ist auch schön, denn der hat hier so coole Taschen. Und innen sind da auch noch Sterne drin. Und hier oben hat er noch so einen coolen Bund. Hier sind graue Sternchen drauf. Aber er hat keine Kapuze jetzt, sondern hinten hat er so einen Kragen. Und hier hat er noch sowas, da kann man eine Schleife binden oder so. Der sitzt gut und ist halt voll gemütlich. Ach so, und hier ist dann auch noch so eine Tasche. Kann man auch noch was Kleines reintun. Oh, das habe ich hier ganz vergessen. Der Onesie ist übrigens von Sanetta und den gab es bei Kaufhof. Jetzt kommt wieder ein Onesie von H&M. Die hatten irgendwie einfach am meisten Auswahl. Also habe ich den jetzt noch gekauft. Der hat hier so zwei Känguru-Taschen und ist mega weich. Der ist wirklich so weich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und darum wird mir schon ganz warm. Aber hier sieht trotzdem cool. Und der hat hier auch noch eine Kapuze. Der ist halt so schwarz mit Sternchen drauf. Und ja. Und dann hat der hier noch was auf dem Reißverschluss stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Davor ist auch noch so ein Hashtag-Zeichen, glaube ich. Den kann man auch am Hals schön hoch zumachen. Hier kann ich auch schön über die Hände reinstecken. Und ja, den finde ich halt auch mega cool. Jetzt habe ich bei C&A noch einen gefunden. Guck mal, der ist voll süß. Der hat hier so richtig kleine, süße Kätzchen. Hat nur so Sprechblasen. Wake up, love you.
süß. Die Farben sind so grau mit so gestreift. Süße schwarze Kätzchen. So rosa Herzchen und passend dazu auch noch ein rosa Reißverschluss. Was ich auch mal gut finde, da ist hier so eine Lasche. Kann man den Reißverschluss so drunter tun, dann druckt das nicht so, wenn man sich irgendwie auf den Bauch legt oder so. Und der ist auch wieder aus so einem dünneren Stoff. Der ist auch richtig gut zum Schlafen. Leider hat er keine Taschen und auch keine Kapuze. Das hätte ich auch noch cool gefunden. Da, der nächste Onesie. Der ist jetzt nicht ganz so dick, aber auch nicht so dünn, sondern der ist so aus so weichem Fließstoff wie der andere Onesie. Und der ist auch von der A&M hier. Hier ist so ein Hashtag-Zeichen drauf. Hier steht Gilcree. Und hier ist so ein Hashtag-Zeichen drauf. Und hier steht Gilcree. Und ja, der hat hier noch so coole Känguru-Taschen. Und dann steht nochmal hier auf dem Reißverschluss was drauf. Man kann ihn auch wieder so hochziehen, dass es so am Hals so schön bedeckt. Achso, und auf der Kapuze steht auch noch was drauf. Jetzt wieder was aus der Reihe mega kuschelig. Das ist hier so ein grauer Onesie mit so Herzchen und hat hier einfach so einen ganz normalen Reißverschluss. Aber der hat hier so richtig cooles Känguru-Taschen. Der ist auch so ganz weichen Vlies, mir wird schon ganz warm da drin. Und dann hat er hier noch so was, damit das so fest am Handgelenk sitzt, damit das nicht immer so wegrutscht. So. Und dann ist der so grau mit weißen Herzchen. Kapuze hat der jetzt nicht, aber dafür hat er hier so einen schönen Kragen, der den Hals so richtig gut bedeckt. Und ja, ich finde den auch mega schön. Der ist halt so ein bisschen schlichter und nicht so auffällig. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Onesie. Der ist wieder ganz kuschelig und auch schon wieder von A&M. Und der hat hier auch wieder Känguru-Taschen. Die sind jetzt nicht so groß, aber auch super. Der hat hier einfach so ein Leopardenmuster drauf. Hier einen ganz normalen Reißverschluss. Nichts irgendwie groß dran. Und auch keine Kapuze. Aber er hat hier so einen schönen hohen Kragen, damit schön auch der Hals bedeckt ist. Sehr schön weich und auch warm jetzt für den Herbst. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das würde mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Onesie euch am besten gefallen hat. Weil ich kann mich einfach nicht entscheiden, welchen ich behalten soll. Weil die sind alle so schön und so kuschelig und so. Ich gucke einfach mal, was ihr so schreibt. Und wenn ihr einen Onesie zu Hause habt oder kauft, dann postet doch mal ein Bild von ihm auf Instagram. Und dann haben wir bald eine richtig schöne, kuschelige Bildergalerie von Onesies auf Instagram mit dem Hashtag MamiNoel drunter. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen bei meinem Vlog, wo ich den Fan-Kult drin gemacht habe, weil meine Mutter so verwirrt beim Schneiden von den ganzen Leuten, die ich ja angerufen habe. Und deshalb hat die anstatt bei der Stine, hat die das Stella hingeschrieben. Deshalb wollte ich mich dafür halt nochmal entschuldigen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Und ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Baby, you got me.